ThyssenKrupp macht das schwächere Stahlgeschäft weiterhin zum Schaffen. Zum einen gibt es Probleme mit den Werken in Nordamerika. Zum anderen lässt aber auch die Nachfrage mehr und mehr nach. Das Ergebnis ist ein schwaches erstes Quartal des Geschäftsjahres, das ja bei Thyssen von Oktober bis Dezember geht. In diesem Zeitraum hat man einen Verlust vor Steuern und Zinsen von 357 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist schwächer als erwartet und sorgt dafür, dass die Aktie heute im deutschen Aktienindex größter Verlierer ist mit einem Minus von 2,5%. Der Markt insgesamt zeigt sich allerdings nach wie vor sehr solide und widerstandsfähig. Nach einem anfänglichen Minus hat der deutsche Aktienindex jetzt den Sprung in die Pluszone geschafft, wenn auch nur minimal. Wir liegen 2 Punkte im Plus bei 6.740 Zähler. Auf der Gewinnerseite interessant, die Aktie der deutschen Börse. Dort versucht man nach der geplatzten Fusion mit der NYSE Euronext die Aktionäre so ein bisschen bei der Stange zu halten. Man hat bekannt gegeben, dass man zusätzlich zur regulären Dividende von 2,30 Euro eine Sonderausschüttung von 1 Euro je Aktie vornehmen wird. Das ergibt auf aktuellem Kursniveau eine sehr ansehnliche Dividendenrendite für das laufende Jahr von fast 7%. Die deutsche Börse aktuell mit einem Plus von 2,4%. Größter Gewinner im deutschen Aktienindex. Dann haben wir aus den USA noch zu vermelden, dass Apple zum ersten Mal in der Geschichte die Aktie, die Kursmarke von 500 Dollar je Aktie geknackt hat. Apple also das wertvollste Unternehmen der Welt. Auch hier in Stuttgart bleibt der Wert weiter sehr gefragt, vor allem unter den Derivateanlegern. Aus dem Handel sagt man mir, dass nach wie vor die Anleger hier sehr optimistisch bleiben, dass tendenziell eher Calls gekauft werden, man also kurzfristig auf weitere Kurssteigerungen setzt. Wie lange das gut geht, ist schwer zu sagen. Zumindest so lange, wie Apple es schafft, diese Faszination beizubehalten. Zum einen die Hardcore-Fans weiterhin in die Läden zu locken, zum anderen aber auch mehr und mehr den Massenmarkt erfolgreich zu bedienen.